So, hallo miteinander, der Stardust Warrior 33 heißt euch hier willkommen. Ja, wir machen heute weder ein Let's Play noch sonst irgendein Video. Ich komme mit meinem Skript nicht her, also spielen wir einfach ein bisschen Ninja Golf hinter, so einfach im Hintergrund, und währenddessen möchte ich einfach mal über ein paar Dinge reden. Ja, das ist jetzt auch schon ein bisschen her. Gut, ich meine, ich muss dazu sagen, auch ich habe jetzt schon eine Weile nicht mehr über verschiedene Dinge geredet. Und ja, es ist halt auch so, man hat ja auch nicht mehr so die Zeit. Das muss man ja mal dazu sagen. Also wenn ich überlege, ich habe an Zeit sehr begrenzt, überhaupt Zeit, Videos zu machen, leider. Obwohl ich gern mehr machen würde, aber gut, mein Let's Plays ist sowieso erstmal außen vor, denn ja, es macht keinen Spaß mehr. So, ja, ich habe mir erst überlegt, über was könntest du denn reden? Weil das Problem ist ja immer, es gibt ja immer so viele Möglichkeiten. Ja, also ihr habt schon selber gemerkt, ich werde von dem Konzept Let's Plays, gehe ich langsam weg. Ich gehe komplett weg von diesem Konzept. Das hat den einfachen Grund, es macht keinen Spaß mehr. Ich habe jetzt wirklich so mittlerweile alles, was ich bis jetzt immer machen wollte, habe ich jetzt eigentlich immer gemacht. Ich wollte die Schlümpfe machen, ich wollte Donkey Kong machen, ich wollte, ach weiß der Geier was machen. Ich wollte also ziemlich alles, was ich bis jetzt machen wollte, habe ich bis jetzt auch immer gemacht. Und es gibt nun mal jetzt kein Projekt mehr, wo ich jetzt wirklich ganz, ganz scharf, das muss ich unbedingt Let's Playen. Ich kann auch nicht zum 100. Mal die Schlümpfe wieder spielen oder sonst was. Es gab auch viele Wünsche, die ich auch wirklich, ich habe versucht einzuplanen, aber das, aber ihr habt es ja gesehen in den letzten Zeiten, wo einfach wirklich kaum was hochkam. Jetzt kommen gerade wieder genug Videos hoch. Naja, relativ, aber ich meine, so ein Video braucht seine Zeit. So ein Video braucht einfach seine Zeit. Und das Skript zu schreiben, das hat jetzt sowieso Zeit in Anspruch genommen. Das darf man nicht vergessen. Ja, ihr habt das richtige, ein Skript. Und zwar möchte ich, ja, nein, ich sag einfach nichts. Ihr werdet es dann sehen. Es hat aber mit meinen Pokémon-Videos zu tun, die ich auch weiterhin mache. Dieses Glitch-Let's Play, ich glaube, da sollte ich vielleicht was erklären. Das ist ja im Endeffekt, ist es ein bisschen ein Let's Play. Noch, also nicht direkt ein, dass ich nie wieder Let's Player, sondern eher, sagen wir einfach mal, es ist einfach mehr ein Glitch-Let's Play. Ich möchte euch einfach so ein bisschen die schönen, die Glitches zeigen, die es in diesem Spiel gibt. Und die halt eben ein bisschen während dem Spielen auch ein bisschen demonstrieren. Also mir geht's vor allem darum, dass ihr ein bisschen mal sehen könnt, wie man diese Glitches im Spiel selber verwenden kann. Natürlich ist das jedem selber überlassen. Also jeder wird dann schon wissen, wie er da mit umzugehen hat, mit solchen Glitches. Aber das Problem ist einfach an der Sache, also wenn ich mir da jetzt halt mal überlege, was man damit machen kann und wie schwierig es aber manchmal ist, drüber nachzudenken, also wie das zu implementieren in einen Playthrough, da finde ich das doch schon mal ganz gut, vielleicht einfach mal, dass man da einfach ein bisschen mal zeigt, so und so können wir es machen. Es soll ja auch, also das geht jetzt mehr einfach ums Entertainment. Also das ist jetzt eher eine Sache, die einfach mehr Entertainment bedeutet. Ach, und ich rede und rede und rede. Ja, also ihr würdet euch jetzt sicher wünschen, ach komm, bitte rede über was anderes, aber es ist halt nun mal so, ich kann es einfach nicht lassen. Ihr kennt mich, ich kann sowas nicht lassen, wenn ich mir in den Kopf setze, ich mache ein Video darüber, warum ich nehme Let's Play oder sonst was und mich von Ninjas verprügeln lasse. Ihr kennt mich, ich mache das, und es ist, ja, wer es nicht mag, meine Güte, das ist, ups. Wer jetzt nicht so der Fan von ist, der muss es ja nicht angucken. Ja, also, so viel zumindest mal dazu. Und jetzt geht, jetzt habe ich ein Schild. Und kann, auf jeden Fall, da wird dann mehr kommen. es werden auf jeden Fall ein bisschen mehr. Ich werde auf jeden Fall noch immer weiter Videos machen, denn, ja, zumindest wie ich die Zeit habe. Nur eben nicht mehr so regelmäßig, dass jetzt alle 5, 2, 3 Tage was rauskommt. Denn ihr habt es ja gesehen, es ging nicht mehr. Ich habe darauf wirklich keine Lust mehr. Ich will eigentlich dieses Gags, wollte ich ja immer noch fertig machen. Aber das Problem ist nun mal, wenn ihr wirklich null Lust habt. Und ja, das hat mich jetzt auch, ja, also es gibt doch genug Leute, die da sicher gesagt haben, ach, der macht einfach nichts mehr. Der hat jetzt so viel gesagt, ich mache, und hat das doch nicht gemacht. Ich kann es verstehen. Finde ich auch richtig so, wenn
Und der Meinung ist, ey, der hat das einfach nicht mehr genug gemacht und das interessiert mich nicht, das ist okay. Und ich denke auch, da wird jetzt, ich denke, der, ja, ich gebe da mein Bestes, hier euch noch ein bisschen zu entertainen, aber es ist nicht immer einfach. Und ich sage ja, mit Let's Plays, das ist einfach die Sache. Das Problem ist einfach wirklich, es macht mir persönlich keinen Spaß mehr. Es gibt genug Leute, die noch Let's Plays mögen. Also, das habe ich schon festgestellt. Es gibt genug Leute, die Let's Plays richtig mögen. Das finde ich auch gut, weil Let's Play. Es gibt einfach manchmal Let's Plays, die sind echt super. Aber es gibt. Aber es ist überfüllt. Es ist einfach mittlerweile. Es machen so viele, egal aus welcher Art, egal wer. Und ja, das ist halt nicht so gut. Wie kann ich euch das am besten erklären, wie ich das ausdrücken will? Also ich denke mal, wer könnte das so erklären einfach? Let's Plays sind überrannt. Ich denke, so kann man das einfach erklären. Das ist schon seit Jahren bekannt. Also das sagt wirklich. Ich glaube mittlerweile wirklich jeder, dass Let's Plays einfach wirklich überrannt sind. Und ich denke auch, das hat auch einen ganz einfachen Grund. Es ist einfach. Es ist wirklich sehr einfach, Let's Plays zu erstellen. Ich meine, guck mal, im Endeffekt, ich könnte jetzt hier einfach auch aufhören und sagen, wisst ihr was? Ich rede ja nicht mehr. Ich mache weiter Let's Plays und mache jetzt hier Mega Man 6. Bla 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 bla. Das wäre eine einfache Sache, weil sowas wie Mega Man, das. Ich könnte es zum 100 Millionen Mal. Ich habe es ja schon 100 Millionen Mal hochgeladen. Weil ich das Spiel nun mal auch wirklich mag. Aber das ist ja nicht der Sinn. Also mein persönlicher Sinn zumindest nicht. Ich will jetzt nicht 100 Millionen Mal Mega Man euch aufnehmen und zeigen. Ich habe das jetzt nur genommen, weil ich gerade nichts Besseres gefunden habe zum Aufnehmen. Wenn man es mal ganz ehrlich haben will. Nein, die Sache ist einfach die. Und das will ich mal ganz klar gesagt haben. Ich persönlich denke halt, auch Let's Plays, vor allem kann man einfach, man kann mit Retro Let's Plays wirklich auch nicht mehr irgendwas mitteilen. Guck mal, ich will es mal so erklären. Der Großteil der Let's Plays, die ich jetzt noch sehe, oder wenn ich mal bei Let's Play gucke, es sind mittlerweile so viele, die einfach wirklich nur noch irgendwelche modernen Spiele machen. Ich kenne kaum noch Retro-Let's Player. Das hört sich jetzt gut, ich meine, ich kenne jetzt auch nicht gesamt YouTube und viele kleinere Let's Player, die auch wirklich meistens richtig gut sind. Meistens sogar besser als die ganz großen, aber das hat einen anderen Grund. Haben auch aufgehört oder machen keine Videos mehr oder habe ich auch keinen Kontakt mehr. Ich hatte ja früher wirklich, also es gab früher wirklich eine Retro-Szene, ja. Also, ja, die gibt es auch heute noch, aber nicht mehr so intensiv. Also wenn ich mir das angucke, was es da mittlerweile für eine Let's Player-Szene bei den Retros gibt, da habe ich entweder die Großen, die machen das halt, weil halt gerade irgendwie Hype um Mega Man ist. Das war ja auch eine Zeit lang. Ich glaube, das war aber auch damals der Entschluss, warum ich das gemacht habe, also angefangen habe überhaupt. Das war Mega Man. Das muss man mal ganz klar gesagt haben. Ich habe wegen Mega Man ja angefangen erst. Aber was mich halt ärgert, ist halt, wenn ich wirklich hier einen Kanal habe, der springt halt auf den Hype auf. Hauptsache schon Geld gemacht, aber nicht immer. Das will ich nicht jedem vorwerfen. Selbstverständlich nicht. Möchte halt mal kurz ein bisschen Geld machen. Das ist schneller Content. Und passt, das machen wir. Da wird ohne viel Freude am Spiel so einfach aufgenommen. Habe ich auch gemacht. Habe ich auch gemacht, aber halt natürlich bei Retro-Spielen. Also ich hatte auch meine Retro-Spiele, wo ich mir dachte, hey, das probierst du. Das machst mal ein bisschen, guckst mal. Und da war nämlich die Sache, es kam gut an. Es kam interessanterweise gut an, obwohl ich der Meinung war, oh Gott, habe ich das vergeigt. Aber ich habe keinen Spaß gehabt. Das ist die Sache und das kommt mir einfach immer mehr vor. Und das, was noch da ist, die meisten Leute, die sind da wirklich dediziert zu diesen Spielen, ja. Die sind auch wirklich dediziert. Die haben gesagt, ich liebe dieses Spiel, ich spiele dieses Spiel mit Freuden. So wie ich jetzt zum Beispiel Mega Man wirklich mit Freuden spielen aufnehme, eigentlich. Aber mittlerweile ist halt nun mal wirklich so, wenn ihr wirklich noch Leute, Zuschauer haben wollt oder Interaktion mit Zuschauern, großartige. Das könnt ihr hier vergessen. Das muss ich ganz klar sagen. Das seid ihr dann wirklich mit Minecraft. Obwohl Minecraft-Let's Plays sind ja auch nicht mehr der große Run. Die waren ja auch vor einer Weile mal der Run. Aber mittlerweile sind es ja nicht mehr, oder? Nee, heutzutage sind es dann halt Ballerspiele, noch andere neue Spiele und Indie-Games. Für das andere kommt ihr hier, wenn ihr groß werden wollt. Ich persönlich hab's ja nicht vor.
Sonst müsste ich ja Werbung schalten. Ja, es ist komisch, aber die Kanäle, die Werbung schalten, werden meistens deutlich größer. Und ja, ich habe eine blöde Einstellung vielleicht für die meisten, dass ich sage, ich schalte keine Werbung. Und ich meine, ich kann auch nur sagen, wenn ihr ein Video bei mir habt mit Werbung. Ja. Weil da irgendwie einer meint, oh, das ist aber von uns. Und ich kann es nicht rauscutten, weil sieht das sonst am Arsch. Schaltet einen Adblocker bei mir ein. Ich sag's ganz ehrlich, schaltet einen Adblocker ein, weil ich bin nun mal dieser immer noch, wenn auch vielleicht, ich bin ja nicht der Einzige, aber ich bin immer noch der Überzeugung, ich finde, wenn ich hier Videos mache, und ich mache es jetzt zum Spaß. Ja, ich mache das jetzt nicht, weil ich hier der größte YouTuber aller Zeiten werden will, wie 100 Millionen andere vor mir. Nein, das habe ich ganz sicher nicht vor. Ich will einfach nur Spaß haben am Videos machen. So, das Problem ist, mit Let's Plays habe ich kaum noch Spaß. Ja, das ist ein bisschen problematisch. Vor allem, mir gehen auch die Themen aus. Ich hatte eine Zeit lang wirklich, ich hatte Videos. Ich habe mir das nochmal angeguckt, ein paar alte Videos. Ich habe damals so viel zu sagen gehabt. Ich habe wirklich so viel Dinge auch gesagt. Heute gucke ich es mir an und denke mir einfach bloß, ey, das bin nicht ich. Das bin nicht ich. Nein. Das ist halt ein Typ, der halt Videos macht, dass die Leute ein bisschen glücklich sind. Fertig. Und das war nie die Intention meines Kanals. Meine Intention die Intention meines Kanals war einfach Spaß haben. Fertig. Spaß haben. Kein Geld verdienen oder sonst was, damit einfach nur ein bisschen Spaß haben. Nur ein bisschen aufnehmen, vielleicht doch. Ja, vielleicht, dass die Leute einfach ein bisschen Spaß haben. Das war immer die Intention. Und was ist stattdessen jetzt? Ich guck's mir an. Es ist ein lustloses Geplänkel. Und das macht keinen Sinn. Das macht einfach keinen Sinn in meinen Augen. Es bringt nichts. Und genauso werde ich meinen Kanal auch nicht verkommen lassen. Ich hab's ja schon. Und das ärgert mich ja jetzt schon, dass ich das wirklich... Ich hab's nochmal versucht und ich hab gemerkt, es ist ein sinnloses Geplänkel nur geworden. Und anstatt, dass ich dann gelassen habe, gesagt habe, okay, es ist nichts mehr. Nils, du lässt es jetzt, machst vielleicht was anderes. Nein, ich hab's versucht weiterzumachen. Und das ist genau das, was ich ein bisschen an mich... was mich ein bisschen an mir selber gerade ärgert, wenn ich so drüber nachdenke, wisst ihr... Ich wollte einfach nur einen Kanal machen, an dem Leute Spaß haben. Und was ist es am Schluss geworden? Dieses, genau das, was ich nie werden wollte von der Let's Play. Ja, jetzt machen wir das. Ich gucke mir die neueren Videos an, krieg die Krise. Jetzt Pokémon mal außen vor gelassen. Aber selbst das hört sich für mich ein bisschen zu steril an, wenn ich es mal so ausdrücken soll. Ja, es ist schwer zu erklären. Auf jeden Fall, ich bin überhaupt nicht zufrieden. Definitiv nicht. Das mit dem Pokémon, das werde ich weiterführen. Nein, das ist eine andere Sache. Aber das ist dann auch mehr ein Playthrough oder so ein Glitch-Playthrough oder so. Es ist kein Let's Play mehr. Kein Let's Play in meinem, nach meinen Richtlinien. Und ich meine jetzt Richtlinien, wie ich persönlich von mir verlange, wie ich aufnehme. Wie gesagt, weil das ist ja schon nicht mehr spaßig. Da gucken die Leute hin und denken sich, was ist denn das für ein Schnarchzapfen? Oh, jetzt schwätzt doch mal irgendwas Gescheites. Bap und weg. Das ist logisch. Würde ich auch machen. Ganz ehrlich, würde ich auch machen. So, ja, und ich, das mag jetzt jeder anders sehen, es mag jetzt auch Leute geben, die vielleicht sagen, hey, so schlimm ist es jetzt auch nicht, es ist, ja, vielleicht ist es auch nicht so schlimm, aber was, jetzt mal ganz ehrlich gefragt, was bringt es mir, wenn ich jetzt selber so unzufrieden damit bin, das hört man dann am Schluss in den Videos heraus und dementsprechend ist es noch weniger spaßig zuzugucken. Deswegen sollte ich mehr einfach mal jetzt... Ich habe jetzt gesagt, ich fange jetzt mal an mit ein paar anderen Arten von Videos. Ja, das sind jetzt dann einfach mal ein paar andere Videos, wo ich einfach mal ein bisschen mehr Video-Editing brauche, ein bisschen mehr Spaß habe dran. Und wenn es gut läuft, also wenn es gut ankommt, vielleicht dann mache ich dann auch mehr davon, weil es ist halt schon ein Haufen Arbeit, solche Videos. Das erste ist jetzt noch ein bisschen... Es ist jetzt noch nicht so schwer, nicht so kompliziert. Sollte ich vielleicht dazu sagen, es ist nicht so kompliziert. Aber... Es ist schon mal auf jeden Fall eine Herausforderung. Es ist auf jeden Fall schon mal nicht einfach. Es ist definitiv nicht einfach, das zu machen. Und ja, mal gucken einfach. Es macht auf jeden Fall schon viel mehr Spaß, als wieder diese unterhalb des unterdurchschnittlichen 0815 Let's Plays, die mir überhaupt nicht zusagen. Wie gesagt, es ist eine Geschmackssache. Es mag Leute geben, die sowas vielleicht besser finden. Es mag Leute geben, die sowas furchtbar finden. Die lieben es mehr, wenn da ganz viele Explosionen noch dabei sind und der Let's Player da und rumschreit. Und das ist nun mal nicht meine Art. Also ich glaube, es gibt nur ein, zwei Videos, bei denen ich wirklich mich mal aufgeregt habe, wenn ich so drüber nachdenke. Mir würde bei bestem Willen gerade nichts besser, kein Video einfallen, bei dem ich mich ernsthaft aufgeregt habe. Vielleicht habt ihr da noch ein bisschen mehr in Erinnerung. Ich hab's nicht. Genauso wollte ich mal wieder Let's Talk machen. Ja.
Wollte ich schon lange, aber wie ich euch vorher gesagt habe, es gibt kaum noch jemand, der das machen will. Ich habe noch mal einen Captain Red. Ich habe den Il Padrino habe ich noch. Ja, dann vielleicht noch unseren Kieran, der ja ab und zu noch in Videos dabei war. Ja, ich glaube, so langsam hört die Liste auf. Ja, die Zeit hat sich halt geändert. Es ist einfach so. Und wie gesagt, das Problem ist einfach wirklich, vor allem mit so kleinen Kanälen, dann hat man keine Leute mehr kennen. Großartig. Man hat noch ein paar Leute, die dann auch wirklich so gerade die kleinen Kanäle mögen, die vielleicht auch mal sagen, hey, das finde ich cool, was du machst. Aber ja, auch da kommen selten Kontakte zusammen. Also ich habe es ja gesehen im Dezember, ich hatte mal ein paar andere Besucher noch, da hatten wir die Tanja da. Ja, die kann, vielleicht kriege ich sie mal wieder überredet, dass sie mal wieder ein Video mitmacht. Das wäre vielleicht noch eine Option. Oder vielleicht noch den Zocker Krischer. Den muss ich auch mal bitte schreiben. Ich könnte jetzt sagen, der Sektor schreibt man nicht, aber ich könnte vielleicht auch mal schreiben. Also, es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt hier komplett unschuldig bin. Ja, da muss man immer fair bleiben. Ich bin da auch nicht Mister. Ich bin auch manchmal einer, der manchmal ein bisschen weniger schreibt. Was ich wiederum witzig finde, ist, wenn man dann angeschrieben wird von jemandem, ein bisschen schreibt und dann kommt plötzlich, ey, ja, guck, check mal meinen Twitch durch, zum Beispiel, check mal meinen Twitch. Bumm, und dann kommt keine Nachricht mehr. Nix mehr. Da denke ich mir ganz ehrlich, Leute, geschissen drauf. Da scheiße ich wirklich drauf. Aber es gibt ein paar Leute, das war jetzt jemand anders, nicht unser Christian, nicht falsch verstehen. Das war nicht an den Christian gerichtet oder überhaupt, das war jemand ganz anders. Ja. Aber das ist halt mit der Zeit. Entweder müsste ich halt wieder aktiver werden, entweder das, größer werden, oder es einfach ganz lassen. Aber ich sag euch ganz ehrlich, es gibt einen Grund, warum ich es nicht lassen werde. Nicht, weil ich jetzt hier den High Super Quality Content machen will, der größte werden will. Nein, brauche ich auch nicht. Mein Gott, wer meine Videos nicht mag, der mag sie nicht. Wer sie mag, der mag sie fertig. Nein, es geht mir ganz einfach darum, ich habe immer noch Spaß am Videos machen. Oh, fuck. Ich habe immer noch Spaß am Videos machen, ganz einfach. Ich habe Spaß dran, also warum lassen? YouTube gibt mir eine kostenlose Möglichkeit und die restlichen Videoportale, also ganz ehrlich, die kann man von mir es gleich lassen. Also ich bin weder ein Fan von MyVideo noch Dailymotion noch wie sie alle heißen. Da erreicht man einfach keine Leute und ja, aber ich sage, ach, das muss man schon ein bisschen, ich muss das ein bisschen erklären, wenn ich sage, man erreicht keine Leute, ist es ja wieder genau das, wenn ich sagen würde, ich will groß für den Schlag werden, Mikronk, oder wie sie alle heißen, obwohl der ist ja auch nicht mehr Nummer 1, aber ist mir auch wurscht, ist mir doch sowas von scheißegal. Wie erklären wir das am besten? Nein, ich habe einfach Spaß an dem, was ich mache, ganz einfach. Das ist jetzt ein bisschen vielleicht ein Video, auch mehr als Filler gedacht, wo ich jetzt einfach gedacht habe, ja, jetzt sprichst du einfach mal. Du hast so lange nicht mehr in die Kamera, in Anführungsstrichen, gesprochen. Könntest mal wieder machen. Und ja, wie ich schon gesagt habe, es ist einfach wirklich, die Zeiten sind jetzt einfach vorbei, wo man jetzt einfach sagen kann, ey, es war eine, jetzt machen wir und dann lernt man hier jemand kennen und da jemand kennen und hier kann man vielleicht noch mit jemand mal Videos machen. Das ist einfach nicht mehr, wenn man nicht das entsprechende Genre hat. Man kann das vielleicht noch machen, wenn man, ja Leute, ich bin jetzt der Star der Schwere 33. Wir spielen jetzt das Match Nummer 736 von Call of Duty Battlezone 35. Keine Ahnung. Ja, ich bin ein Retro-Gamer und ich mache mich immer noch gerne über Call of Duty lustig in einer gewissen Art. Aber das ist jetzt nur reiner Spaß. Damit kann man tatsächlich noch Leute irgendwie aus vom Ofen rauslocken. Ich weiß auch nicht wie. Aber mit sowas Retro. Die Zeit ist vorbei. Die Zeit ist einfach vorbei. Aber ich sag's halt ganz ehrlich, warum aufhören? Warum jetzt aufhören, wenn ich halt nur mal Spaß habe an Retro-Games? Ich bin einfach jemand, ich kann neue Spiele teilweise nicht spielen. Ich habe ein paar Spiele, die neuer sind oder auch Indie sind und sowas, die wirklich Spaß machen. Zum Beispiel Story About My Uncle. Ein super Spiel, ein wunderschönes Spiel. Also, das ist so eine der neueren Spiele, die ich auf Steam habe. Wunderschönes Spiel auf jeden Fall. Aber da hört es dann auch auf langsam.
Final Fantasy 14, MMORPG, okay, auch noch gut. Ist ein Abo-Spiel, ist ganz cool, macht Spaß ab und zu, ist schön. Aber da hört es halt wirklich auf. Wenn man mich fragt, wie ist das Spiel so hauptsächlich, wenn man jetzt Monster Hunter 3, gut, das ist jetzt nicht Retro, aber das ist halt Nummer 3DS, ist Nintendo. Aber wenn man mich zum Beispiel fragt, was spiele ich hauptsächlich? Mega Man, Pokémon Gen 1, 2, gut, Pokémon auch bis Gen 6 liebe ich eigentlich alle, außer Black White 1. Aber trotzdem, ja, das sind dann auch wirklich Ausnahmen. Größtenteils, ich krieg jetzt dazu meinem Geburtstag am 14. Juni, wisst ihr, was ich krieg? Ich krieg einen Commodore 64 mit Diskette und Kassette und was weiß ich. Das wird geil. Ah, ich freue mich jetzt schon drauf. Ja, aber sowas spiele ich. Das hat einen Vor- und Nachteil natürlich. Ich meine, der Nachteil ist ganz klar, es werden keine neuen Spiele mehr dafür hergestellt. Der Gute ist, es gibt eine Masse an Spielen auszusuchen. Also wer sich mal wirklich guckt, anguckt, wie viele Spiele es zu den Commodore 64 gibt. Holy, ich werde eine Weile nicht mehr sonst zu was kommen. So, wenn ich jetzt noch eine gescheite Möglichkeit finde, Composite aufzunehmen. Ich sag's euch, das wird cool. Dann habe ich genug Gameplay-Footage für irgendwelche weiteren Talk-Sachen, die mal nichts mit meinem Kanal zu tun haben. Also, ich will jetzt einfach bloß, ich weiß nicht, ich war heute einfach in der Laune, mal ein bisschen über meinen Kanal zu reden. Und es musste jetzt auch mal sein, einfach, weil, ja, es ist einfach, es läuft einfach gerade scheiße. Es läuft scheiße. Ich mache gerade einfach kaum Content, der Spaß macht und sonst was. Ich merke es doch selber. Und ja, deswegen wird es einfach Zeit, das Ganze jetzt mal hier aufzuräumen. Ich würde ja, ich könnte jetzt hingehen und könnte sagen, oh, ich lösche meine Videos, fang ganz vorher. Nein. Nein. Das ist zu einfach. Ich sag's aber ganz ehrlich, das ist mir persönlich viel zu einfach. Das machen wir nicht. Das bleibt so stehen, wie es ist. Ganz einfach. Warum sich denn, weil, es ist halt so. Man hat mal gute Zeiten, man hat schlechte Zeiten. Die guten Zeiten kommen auch wieder. Aber solange die noch nicht da sind, tja, bin ich nun mal dazu verdammt, mir zu überlegen, was ich ändern kann. Und anstatt einfach nur zu heulen, habe ich mir einfach gesagt, nein, ich ändere jetzt auch was. Und ich werde diese Ansage jetzt ganz klar machen. Wer das jetzt nicht ernst nimmt, wer sagt, ja, ja, der ist, also, ach Gott, der redet jetzt so 100 Mal. Ja, ihr habt recht, ich habe 100.000 Mal geredet. Ich sage, oh ja, ich werde noch mal, ich werde noch mal. Ja, habe ich. Und wann habe ich es gemacht? Meine Güte, ich meine, überlegt mal. Ich bin so weit von meinem Konzept schon abgekommen. Ich wollte sogar schon mal ein Minecraft-Video hochladen. Nicht wegen der Viewzahl, sondern einfach so just for fun. Nein, mache ich immer noch nicht. Das mache ich dann, wenn es wirklich kaum noch ein Schwein hin. Wenn es wirklich so richtig Retro ist, weil Minecraft ist für mich, also Retro ist jetzt für mich halt gerade wirklich 8-Bit, 16-Bit, 64-Bit. Also, ja. Also worauf ich hinaus ist gerade PlayStation 1 und so weiter. Gott, die habe ich auch noch rumliegen, die PlayStation. Ich brauche dringend eine Möglichkeit, Gescheitaffe aufzunehmen. Also ich betone jetzt mal gescheit, weil diesen USB-Grabber, den ich da habe. Oh! Da habe ich ja ein ganz kleines Vergleichsvideo gemacht. Da habe ich gedacht, okay, jetzt guckst du nochmal, du hast das vielleicht auch ein bisschen blöd angeschlossen. Vielleicht habe ich es einfach bloß ein bisschen scheiße gemacht. Das kann man ja, ich kann es mir ja nochmal angucken. Hab's angeguckt, hab's wirklich so gut ich konnte, mit der Best, wirklich qualitativ so gut es geht gemacht. Das ist immer noch scheiße. So. Also, nein, ich brauche einfach eine Option für AV-Recording und zwar eine gute. Und wo findet man diese Option? Nun! Keine Ahnung. Ich muss mir das echt mal angucken. Manchmal habe ich ja das Gefühl, dass ich jetzt hier ab diesem Part schon alleine rede für mich. Ja, also, dass ich jetzt wirklich schon hingehe und einfach schon nur noch rede und es hört sich einfach kein Schwein an. Das ist wahrscheinlich auch so. Das haben einfach so persönliche Gedankenvideos einfach an sich manchmal. Aber das ist kein Problem. Ich sag's einfach trotzdem, weil wer weiß, vielleicht gibt es sogar wirklich eine Person auf diesem Planeten, die sich das wirklich bis zum Ende anguckt. Bis zum Ende heißt wahrscheinlich, ich denke mal, wir sehen es dann. Ich habe ein bisschen noch was zu sagen. Und, naja, also auf jeden Fall, ich denke, ich werde es in eine andere Richtung bringen jetzt. Vielleicht komme ich auch nochmal zum Let's Play, ich weiß es nicht. Aber im Moment, es bringt nichts mehr. Nein, es bringt nichts. Es ist einfach unsinnig. Ich könnte jetzt sagen, ach, Leute haben immer ewig geguckt, ich muss da jetzt. Also, es bringt einfach nichts mehr. Und ich denke mal, ich denke, es ist auch sinnvoller. Es war eine schöne Zeit jetzt.
Aber irgendwann, ich glaube 2014 rum, Ende, ging einfach nichts mehr. Da war es einfach nicht mehr spaßig. Und ja, da muss das auch nicht mehr sein. Es muss einfach nicht mehr sein. Und das Schöne ist, wisst ihr, es kostet mich einfach nichts. Ich kann einfach aufladen, wie er. Aufnehmen, wie ich will. Ich habe genug Equipment dafür. In dem Fall, wisst ihr, das ist das Traurige. Ich habe Mega Man auf verschiedenen Plattformen, aber ich kann vom 3DS nicht direkt aufnehmen. Ich kann nicht vom 3DS direkt aufnehmen, folglich muss ich auf den Emulator zurückgreifen. Und wisst ihr was? Es ist mir egal. Ich finde das bis heute so erbärmlich, dass Leute da immer hingehen und sagen: Oh, ich nehme nicht, das ist nicht in Ordnung mit Emulatoren. Warum nicht? Ich möchte mal ganz ehrlich wissen, warum nicht? Wenn ich Mega Man, ich hab's auf dem 3DS, ich hab die Collection auf dem 3DS, ich hab die Collection auf dem GameCube. Ja, ich kann gar nicht sagen, wie viel Mega Mans ich habe. Ich habe einfach bloß nicht die Lust jetzt für ein Video, wo ich einfach drauf losreden will. Habe ich einfach nicht den Nerv, jetzt extra das ganze Setup aufzubauen. Ich könnte es in der GameCube-Version theoretisch aufnehmen, aber ich habe einfach nicht den Nerv dazu. Und deswegen soll ich mich jetzt schlecht fühlen, oder was? Was ist denn das für eine blödsinnige Logik? Ich baue es einfach auf, nehme mit Camtasia auf und fertig. Reicht. Punkt. Finde ich nicht verwerflich. Das mag jemand anders sehen, ich sehe es überhaupt nicht so verwerflich. Und wenn jemand meint, ey, ich benutze einen Emulator, weil mir ein NES zu teuer ist. Ja, ich kann das voll verstehen, wisst ihr, wie scheiße teuer die Teile geworden sind? Nur weil die Leute einfach so gierig geworden sind. Also vor ein paar Jahren, da hätten wir auch gesagt, NES. Kannst haben, 30 Euro, hast ein Komplettset. Jetzt wäre ich nicht so übertrieben, aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Das hat halt euch habt ihr geschenkt bekommen. Und wie ist es jetzt? Ich zahle 70 Euro für eine Standalone-Konsole. Vielleicht noch mit Kabel und einem Controller, wenn ich Glück habe, ohne Spiel. Was ist das für ein Unsinn? Von daher, immer gut, mein Set mit dem Commodore kostet auch 150 Euro. Aber dazu muss ich sagen, es ist wirklich perfekt gepflegt. Es ist von einem Collector-Sammler, von einem Sammler-Händler. Wie man es haben will halt, ja. Und das ist wirklich, da ist so viel Zeug dabei. Ich finde, das ist okay. Das ist was anderes, weil ich wirklich sau viel extra Zeug dabei habe, was wahrscheinlich sogar einzeln mehr wert wäre. Aber ein NES nur mit den grundlegenden Kabeln und dem Controller ohne Spiel für 70 bis 100 Euro wollt ihr mich verarschen. Und dann wundern sie sich, dass die Leute auf Konsolen, auf Emulatoren zurückgreifen. Weil, ganz ehrlich, was ist, wenn ich jetzt Mega Man spielen will? Ich bin jetzt aber nie so der Nintendo-Junge gewesen. Ich bin also zum Beispiel mehr PlayStation, will aber das spielen. Es gibt die Legendary Collection. Da muss ich mir aus USA importieren. Ach, verdammt, Moment mal! Das geht ja auch nicht auf europäischen Konsolen wegen einem Region Lock. Tja, was mache ich? Versteht ihr, worauf ich hinaus will? Ich bin ja froh, dass mein GameCube bzw. meine Wii diesen Region Lock entfernen kann. Da bin ich sehr froh drüber, dass ich diesen Region Lock einfach loswerden kann. Auch wenn Nintendo sowas gar nicht gern sieht, aber das ist mir scheißegal. Wer mit diesem Region Lock Gedöns kommt, Pech. Ich habe die Mega Man Collection. Ich habe mehr als eine Mega Man Collection. Ich fühle mich überhaupt nicht schlecht. Ganz ehrlich. Ich fühle mich gut. Nee, also deswegen, da kann man mir erzählen, was man will. Naja, auf jeden Fall, ja. Was jetzt ist, habe ich mir natürlich gefragt, in was für eine Richtung kann ich denn jetzt diesen Kanal bringen? Ja, und ihr seht schon, also das erste Ergebnis war Glitches. Warum nicht? Spiele Glitches. Einfach glitchen. Jetzt ist nur die Frage, ich bin da noch ein bisschen am Überlegen, bunkere ich diese Spiele vielleicht sogar auf einen neuen Kanal aus? Ja, ich fange ganz neu an in dem Sinne, dass ich den sozusagen einfach komplementär sage ich schon, dass ich den zusätzlich zu meinem anderen Kanal, aber irgendwie nennt es da die Glitches oder sowas. Das hat einen Vor- und einen Nachteil. Nachteil ist, wenn es nicht jeder mitkriegt,
wundern sich die Leute irgendwann mal, hey, wann macht der wieder Videos? Und dann irgendwann haben sie keinen Bock mehr. Zumindest die, die noch Lust haben. Vorteil, ich werde natürlich tote Abonnenten los und davon habe ich mehr als genug. Ich würde sagen, von 207 sind das mindestens 200. Ja, Minimum. Aber klar. Ich hatte jetzt auch so viele Phasen, wo ich keine Videos gemacht habe, ey. Da würde ich bei einem Kanal auch irgendwann sagen, nö. Würde auch sagen, nö. Der macht ja nichts mehr. Warum noch mal was machen? Ich kann es verstehen, ich würde es auch so machen. Deswegen denke ich mal, Neuanfang, jein. Ich habe ja jetzt am Anfang gesagt, nein, nein, einfach die Videos löschen und einfach sagen, oh, immer Neuanfang, nein. Nein, das machen wir nicht. Ich denke aber, ich werde es einfach, vielleicht ist es sinnvoller, einfach wirklich einen neuen Kanal zu machen für diese Spezialvideos. Und für die Extra-Videos, diese Let's Play-Videos, die ich ja jetzt zusätzlich zu den Glitches mache, die mal kommen auf den Stardust Warrior. Das ist vielleicht eine Idee sogar. Achso, ja, wir sind ja bei Nightman, seinem Nightcrusher. Aber, naja, was ich jetzt daraus mache am Schluss, das sehen wir dann einfach, weil ich kann jetzt nicht einfach hingehen und sagen, ich mache jetzt halt mal, wie ihm gerade behagt und, ja, ihr habt halt Pech gehabt, nein, 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 so spiele ich nicht. Wir gucken jetzt einfach mal, was ich machen kann. Vielleicht kann ich ja was machen. Vielleicht kriege ich es ja so hin, dass ihr auch wieder Spaß habt, mir zuzugucken. Und vielleicht auch nicht mehr. Vielleicht bleibt es einfach im Oblivion, dieser Kanal. Das ist aber auch okay, weil, wie gesagt, ich bin jetzt halt nicht dieser high-equipped, super, mega Channel, der das Neueste macht und euch zeigt, wie man in den neuesten Spielen, was sollt ihr kaufen? Nein, nein, nein. Ich bleib einfach so, wie ich bin. Gibt genug Leute, die es nicht mögen. Die, wo es mögen könnten, die sehen dieses Spiel meistens eh nicht, diesen Kanal. Das ist okay. Und ich denke mal, wir sind jetzt auch, denke ich, gegen Ende, weil ich habe jetzt so viel geredet wieder. Und es tat mal gut. Es tat mal wieder gut. Einfach mit euch mal wieder Gedanken zu diesem Kanal zu teilen. Ich werde jetzt öfters wieder Videos machen. Vielleicht. Vielleicht. Nein, nichts versprechen. Aber ich denke, ich habe mir überlegt, mal wieder ab und zu Videos zu machen, wo ich einfach drauf losrede. Über, ich weiß nicht, was für Themen im Hintergrund halt. Irgendwas spielt vielleicht mal wieder ein Mega Man Hack oder so. Einfach so im Hintergrund. Wisst ihr, nichts Großes, wo ich jetzt wirklich denke, jetzt viel Zeit brauche. Weil, wie gesagt, dieses Skript, das braucht so viel Zeit. Und ich bin nun mal wirklich nicht unbedingt der Entwickler des Wortes Kreativität. Das heißt, um das witzig zu machen, das kann bei mir immer ein bisschen brauchen. Da bin ich immer so ein bisschen. Ich weiß jetzt nicht so kreativ wie jetzt manch andere. Aber egal, wir kriegen es hin. Oh, verdammt, mein Knie. Jetzt schauen wir einfach mal. Vielleicht kommt ja was, wo euch gefällt. Und wenn es euch nicht gefällt, dann tut es mir leid. Aber, ja. Ja, ich denke, ich werde auch gar nicht mehr anfangen, jetzt dazu fragen. Ja, wenn ihr Ideen habt. Weil, nein, ich sag's euch ganz ehrlich. Ich habe wirklich so viel super Kritiken bekommen. Ich muss mal ganz ehrlich sagen, ich habe über diese Zeit jetzt so viel Kritiken bekommen. Gute Kritiken, also manchmal auch, hey, das ist cool, manchmal auch, ey, das könntest du besser machen. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich habe bis heute jede Kritik konstruktiv. Also ich bin ein großer Freund der konstruktiven Kritik, sollte ich vielleicht anmerken. Aber ich habe, glaube ich, mittlerweile jede konstruktive Kritik, die ich bis jetzt bekommen habe, habe ich bis heute hier auf meinem Zettel. Die habe ich bis heute. Und ich guck einfach mal, was wir machen können. Ich habe mir auch jetzt vor kurzem mal wieder mein allererstes Video angeguckt, wo ich mir wirklich gedacht habe, wow, das habe ich produziert. Das habe ich produziert. Und ich hätte nie gedacht, dass daraus mal überhaupt was wird, dass ich überhaupt wirklich da mal Let's Play, dass das überhaupt sich jemand anguckt. Ich bin davon nie ausgegangen, weil wenn ich mir das mal angucke manchmal, ey, das ist unglaublich. Aber es ist tatsächlich so. Und ich gedenke jetzt nicht einfach dann zu sagen, nö, ich hab's halt, es bringt nichts mehr, kein Bock mehr, das sehe ich nicht ein. Aber ich muss einfach mal andere Sachen jetzt ausprobieren. Dazu kann man kann ja alles machen. Die Sache ist, wir haben ja alle, ich habe ja alle Möglichkeiten. Jeder kann halt alles machen, was er will. Jeder kann hingehen und sagen, ich mache jetzt einen Review-Channel. Jeder kann hingehen und kann sagen, weißt du was, ich mache jetzt einen Glitch-Channel. Ich mache einen Let's Play-Channel. Ich mache einen
Channel, wie ich meine Fürze ansehe. Das kann jeder heutzutage machen. Es gibt so viele Millionen Möglichkeiten, das zu machen. Also warum sie nicht mal nutzen? Warum nicht mal machen? Und ich kann auch jedem empfehlen, der wirklich mal sagt, ey, ich hätte schon Bock, Videos zu machen, aber irgendwie, weiß ich nicht so recht. Macht doch einfach. Holt euch ein Programm, mit dem ihr Videos bearbeiten könnt. Da reicht Camtasia für den Anfang aus. Camtasia kostet nicht viel. Camtasia ist billig. Dann nehmt euch eine Version. Und nein, ich empfehle euch nicht, die illegal runterzuladen. Das ist böse. Sondern, ich meine wirklich, kauft sie euch. Das kostet einfach nicht viel. Da könnt ihr die wichtigste Bearbeitung machen. Mit viel Arbeit sogar noch mehr. Ich habe ja sogar noch Sony Vegas rumliegen für meine Projekte jetzt, die ich noch so habe. Aber macht einfach. Und wenn es nur ist, ich werde jetzt zeigen, wie ich meine Katze auf dem Kopf habe und die sagt irgendwas, keine Ahnung, Old Man Johnson oder sowas. Macht das, ich kann es euch nur empfehlen. Probiert's aus, mein Gott, mehr als schief gehen kann es nicht. Gut, aber ich denke, ich beende es heute, ich habe lange genug geredet. Und dann würde ich sagen, macht's gut und bin gespannt, wann wir uns das nächste Mal sehen. Ich hoffe, ich kriege dieses Dreckskript jetzt fertig. Bis dahin, macht's gut. Euer Status Warrior 33.